Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir haben beim letzten Mal die ganzen Schafe getötet, waren jagen mit, wie hieß er nochmal? B, irgendwas mit B. Egal, ist ja auch egal. Der Lehrling von Bosper, der ehemalige, und fertig, Bartok hieß er, genau. Ja, wir haben jetzt die Felle, wir haben die Ork-Waffe. Und damit haben wir alles zusammen, um auch die letzten beiden Lehrmeister davon zu überzeugen, dass wir es drauf haben. Das heißt, wir können jetzt endlich Lehrling werden. Das ist schön. Ich werde Lehrling bei Bosper, weil hier so viele Viecher rumrennen mit Fell am Körper, dass wir da echt reich bei werden. Da hinten stehen schon die Wachen und warten auf uns. Ich hoffe, die halten mich nicht auf. Lasst mich in Frieden. Ich bin gut Freund. Ja, die lassen mich durch. Das ist gut. Was stehst du denn so komisch darum? Das hat er doch vorher gewusst. So, wir gehen auch erstmal zum Schmied rüber und holen uns den seine Zustimmung, damit wir das in einem Abwasch dann beim Bosper klären können. Hallo. Was willst du? Dir die Ork-Waffe geben. Ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Ork-Krieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Na, danke, habe ich auch ganz alleine gemacht. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Einen Mann, der einen Ork besiegen kann, können wir hier gut gebrauchen. Wenn es nach mir geht, kannst du direkt bei mir anfangen. Will ich aber nicht. Was die anderen Meister betrifft, Torben hat dir seinen Segen gegeben. Bosper hat versucht, mir die Sache mit dir auszureden. Richtig so. Er will dich wohl selber als Lehrling haben. Er bat mich darum, ihm zumindest die Gelegenheit zu geben, dich für seinen Beruf zu begeistern. Sieh dir die Sache mal an. Danach kannst du dich immer noch entscheiden. Es sei denn, du legst auf seine Stimme keinen Wert. Constantino ist wie immer alles egal. Er sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Und Matteo sagt, du hast ihm sein Gold wiedergebracht. Scheinst mir ein ehrlicher Junge zu sein. Damit hast du die Zustimmung von 4 Meistern. Das reicht aus, um als Lehrling aufgenommen zu werden. Bist du bereit, deine Lehre bei mir zu beginnen? Nee, tut mir leid, das will ich nicht. Gut, ich denke darüber nach. Nimm dir Zeit. Mach ich. Brian ist ja noch eine Weile hier. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Du bist ein guter Mann. Ich werde dir meine Zustimmung geben. Brian wird noch eine Weile hier sein. Und es wird sich schon ein starker Bursche finden, der seinen Platz einnimmt. Gut, das war alles, was ich wollte. Hau rein, ich gehe leider zum Bosper, tut mir leid. Swing, swing. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. So, nun zu dir, ich hab was du willst. Alles in meiner Tasche. Wegen der Wolfsfelle. Ich habe sie, hier. Na bitte, ich hab mir schon gedacht, dass du für die Arbeit geeignet bist. Hier hast du deinen versprochenen Lohn. Und? Was denkst du? Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen? Mhm, gefällt mir. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Ich hatte gehofft, du würdest dich für mich entscheiden. Aber wenn du es unbedingt so willst... Heißt das, du stimmst für mich? Wenn keiner der anderen Meister etwas dagegen hat, ja. Aber an dir ist ein guter Jäger verloren gegangen. Keine Angst, ich will ja auch zu dir. Erstmal schön in die Wunde. Nee, komm, wir fangen erstmal als Lehrling an hier. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Gut. Die Grundlagen hast du ja schon gelernt. Harald hält dich für einen guten Mann. Torben hat dir seinen Segen gegeben. Ich bin nicht so gläubig, aber mir soll's recht sein. Constantino sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Und Matteo sagt, du bist Gold wert. Damit hast du die Zustimmung aller Meister. Yay. Du kannst jederzeit bei mir anfangen, wenn du willst. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Und Level Up sogar noch. Ich glaube, wir werden gut zusammenarbeiten. Was sind meine Aufgaben als Lehrling? Ganz einfach. Bring mir so viele Fälle, wie du kriegen kannst. Ich zahle dir dafür einen besseren Preis, als du bei jedem anderen Händler bekommst. Ansonsten brauchst du dich hier im Laden nicht blicken zu lassen. Ich komme ja schon alleine klar. Und wo soll ich schlafen? Ich habe hier keinen Platz für dich.
Im Hotel am Marktplatz findest du bestimmt noch ein Bett. Okay. Ich habe gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, hm? Hatte wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Na egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen, mit meinem Bogen über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts. Diese unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich habe den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen. Wenn ich den Mistkerl erwische. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlagen. Was? Nein, ich doch nicht. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Zack, 250 Goldmünzen. Komm zu mir zurück. So kann ich mir jetzt auch endlich mal was bei dir kaufen. Bolzen, sehr gut, aber leider keine Armbrust. Ledergürtel, Schutz vor Waffen und Pfeilen zusammen mit Lederrüstung plus 5. Das klingt natürlich gut. Ich habe ja jetzt diesen Stärkegürtel, den ich glaube ich auch nicht verkaufen kann, wenn ich ihn angelegt habe. Nee. Schutz vor Waffen und Pfeilen. Das ist natürlich besser als diese plus 5 Stärke. Ich nehme mir den mit und lege ihn an. Weil ich kriege überall zusammen nochmal 5 drauf, weil ich die Lederrüstung habe. Da bist du also ja. Also bin ich gut geschützt jetzt. Zeig mir deine Ware. Und den Stärkegürtel kannst du gerne haben. Ich brauche ihn nicht. So. Aber ein paar Pfeile. Ein paar Pfeile. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich brauche noch. Ich hole mir eine Portion Pfeile. Dann wird das was. Alles klar. Ich bin fertig hier. Wie sieht's denn jetzt aus? Ja, Stärke habe ich jetzt nur noch 11. Klar. Aber hier Schutz vor Waffen 35, vor Geschossen 30, das ist schön. Vor Feuer 10, Magie 5, das ist doch wunderbar. Das war doch klar. So, jetzt wo wir Lehrling sind, könnten wir so viel machen. Zum Beispiel ins obere Viertel marschieren, da wir da aber noch nicht so viel machen können, werde ich da später erst hingehen. Und jetzt, was machen wir jetzt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben ja hier noch gewisse Sachen. Wir haben ja ein bisschen geredet mit den Leuten und einige sind verschwunden. Vielleicht bekommen wir dafür Belohnung bei Vatras, wenn wir dem davon berichten. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Okay, schade. Ja, wir haben ja auch noch den Auftrag, Lester was zu bringen. Und den würde ich ganz gerne mal wiedersehen. Also marschieren wir jetzt gleich schnurstracks runter in das Hafengebiet. Ah, dieses Irrlicht-Amulett, das würde ich am liebsten verkaufen. Das Irrlicht habe ich nie gebraucht und ich möchte keine Lernpunkte reinstecken. Aber ich behalte es trotzdem erstmal, damit wir einfach sehen können später, was wir dem alles beibringen könnten. So, wo sind wir hier? Im Hafenviertel. Herzlich willkommen. Hier gibt es jede Menge tolle Sachen zu tun, zu sehen. Ich würde gerne vor allem stärker werden. Wie sieht's denn aus lernpunktemäßig? Da haben wir 10. Was du nicht sagst. Ja, ich sag das. Hast du was dagegen? Boah, es gibt hier so viel zu tun im Hafengebiet. Ich freue mich schon drauf. Jetzt gehen wir erstmal hier hinter zu dem Hafenviertelschmied. Der kann mir nämlich ein bisschen was über Stärke beibringen. Was führt dich in diese arme Gegend? Das Bedürfnis, Stärke zu lernen. Ich sehe mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Tja, so sieht's aus. Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, ne? Vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen, darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja?
Vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Ja, sehe ich auch so. Kannst du mir das beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Yay, na dann. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Das klingt gut, hier hast du... Ich will bei dir trainieren. Gut. Wir können anfangen, sobald du bereit bist. Ich will stärker werden. So, jetzt sind wir 10 Punkte stärker, das ist doch schön. Und weil wir im Hafenviertel sind, dürfen wir uns hier auch rumprügeln, wie wir wollen. Na, warte, du oh Gott, ist der stark. Okay. Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Oh, das wird ein Kampf der Giganten hier. Der hat gesagt, au! Leg dich nie wieder mit mir an. Das tat weh. Bald. Das ist schon mal meins. Werd glücklich damit. Was? Nein! Meine Waffe nehme ich mal lieber mit. Ja, leg meine Waffe auch ruhig noch an. Alles klar, alles in Ordnung. Okay, Freunde. Der will Ärger haben. Den kriegt er auch. Andere Waffen werden wir nicht haben. Wir können das hier noch anlegen. Was haben wir denn essensmäßig? Wie viel stellt das wieder her? 50? Da schnappen wir uns 2 von. Das ganze Gold hat er mitgehen lassen. Dieser Hund. Gut, okay. Wir sehen uns wieder. Das verspreche ich dir. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Dieser elende Kleine. Na warte, der kriegt schon noch auf die Mütze. Wir müssen sofort zum Marktplatz. Da gibt es doch bestimmt eine schöne Waffe für mich. Ich habe ja jetzt hier 21 Stärkepunkte. Da kann der das Wolfsmesser ruhig behalten. Ich finde was Besseres. Aber das Licht war eine Qual für Belia. Mann, jetzt habe ich mich... Ich wurde umgehauen, Leute. Ich finde das traurig. Das hat wehgetan. Du bist doch auch Waffenhändler, oder? Hallo, Hakon. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Hallo, Hakon. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Na dann. So, du zeigst mir jetzt erstmal deine Ware. Ich brauche nämlich eine schöne Waffe. Wolfszahn. Ein Stärkepunkt zu wenig habe ich dafür. Er redet einfach zu viel. Kurzschwert, das könnte ich nehmen. Ich habe es selbst erlebt. Das macht immerhin 40 Schaden. Aber erstmal muss ich ja sowieso das Gold zusammenbekommen, also... Das ist doch kein... Guck ich mal, wie ich das am besten anstelle. Fleisch ist nicht viel wert. Das kannst du alles haben, ich krieg eh genug von dem Zeug. Das weiß doch inzwischen jeder. Habe ich Mana-Pflanzen, die brauche ich ja nicht so groß. Hier, das kannst du auch alles haben, werd glücklich. Die Feldrüben. Heilpflanzen. Das ist mal wieder typisch. Hier haben wir Mana-Zeug. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Weinbeere. Feldknöterich. Ah, ich brauche noch viel mehr Gold. Hier unten haben wir auch noch. Wer sagt denn sowas? Die ganzen Fackeln, die brauche ich eh nicht. Ich habe was anderes gehört. Laborwasserflaschen. Ah, das brauche ich aber alles. Ich brauche nur noch ein bisschen Geld. Nur noch ein klein bisschen. Kommt schon. Komm, Bier, Fischsuppe, das kannst du auch haben. Das ist mal wieder typisch. So, und jetzt können wir uns auch das teurere Exemplar leisten, aber das bringt mir nichts, weil ich es ja nicht anlegen kann. Der muss die Arbeit ja machen. Also nehmen wir das... Ach, 500! Ich habe erst 200. So ein Mist. Oh, dann geht's nicht anders. Ich muss Heilpflanzen verkaufen. Ich brauche Geld. Es wird noch viel schlimmer. Ich brauche Geld. Ich will doch meine Waffen zurück. Er erzählt alles weiter. Wer sagt denn so? Nur noch ein bisschen was. Nicht so was. Was du nicht sagst. Fisch. Wasser. Und den Käse noch. So, jetzt können wir endlich. Zack. Du Halsabschneider. Und jetzt geht's wieder zurück. Ins Hafenviertel, den Kerl, den schlagen wir zusammen. Ich hoffe, der haut mich nicht nochmal um, sonst ist meine Waffe weg.
aber mit ihm fortgespült wurden Bäume. Dann muss ich drastischere Mittel in Erwägung ziehen, nehme ich an. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich das mit ein bisschen Fingerspitzengefühl geregelt bekomme. Am besten immer nur einmal zuschlagen, blocken, zuschlagen. Dann wird das schon was. Der wird jetzt auch wieder volle Lebensenergie haben, nehme ich an. Dachte ich mir. Na warte, du Mistkerl! Na, schlag zu. Mach ihn fertig! Schlag zu! Hau drauf! Mach ihn fertig! Komm schon! Hör nicht auf! Hör nicht auf! Hau drauf! Hör nicht auf! Hör nicht auf! Ah! Oh. Mach ihn fertig! Nein! Ich fass es nicht! Habt ihr das gesehen? Der hat nur noch ein bisschen Lebensenergie und haut mich um, weil ich nicht geblockt habe. Oh, ich fass es nicht. Ja, nimm das Schwert mit. Gut, okay, jetzt müssen wir mit den Fäusten ran. Der ist ja so gut wie tot. Beziehungsweise so gut wie ohnmächtig. Oh, dieses Schwein. Na warte, du. Zack. Das Spiel machen wir jetzt noch ein, zwei Mal, dann haben wir ihn. Oh, also sowas. Die sind stark, die Leute aus dem Hafenviertel. Hätte ich denen gar nicht zugetraut. Ja, schmiede du ruhig. Du kriegst gleich von hinten eine über. Da 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 da. Na warte. Zack, Feierabend. Jetzt hätte ich gerne alles wieder. Mein ganzes Gold, meine Waffen, einfach alles. So, wo ist meine Waffe hin? Die ich teuer erstanden habe. Hast du die noch angelegt, sag mal? Was hat er mit meiner Waffe gemacht? Die ist weg. Darüber reden wir noch. Der hat die immer noch. Der will die auch nicht mehr hergeben. Ah doch, jetzt. Haha. Alles klar, geregelt. So, jetzt versuchen wir unser Glück noch bei dem. Zack. Feste drauf. Na mach schon. Au. Na warte. Der macht wenigstens nicht so viel Schaden wie sein Meister. Was? Ich hab geblockt. Oh doch, ich wage es. Mann, die Leute sind ganz schön stark hier im Hafenviertel. So stark habe ich die nicht in Erinnerung. Nimm dir ruhig das Gold. Meine Waffe kannst du auch haben, die nehme ich dir nachher noch ab. Deine Waffe nehme ich mal mit. Oh, die gehen ran, die Leute. So, jetzt machen wir mal einen auf den hier. Gar nicht so. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Ja, 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 ja. Ich bin echt noch zu schwach, hier ordentlich was zu regeln. Ach, die Waffe lässt er mir liegen, das ist aber nett. Da kann ich den ja noch ein bisschen bearbeiten mit dem Bogen. Bevor ich dann zum Finale schreite und ihn eine von Latz knall. Weg mit der Waffe. Brauchst du schon wieder Schläge? Entschuldigung. Na bitte, geht doch. Gar nicht so. Zack. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Oh doch, einmal greife ich dich noch an und dann klopp ich dich nämlich um und krieg meine Waffe wieder. Boah, was das hier für ein Blut überall auf den Wegen ist. Reinstes Gemetzel. Komm schon, steh auf. Tut doch gar nicht so weh.
nicht so. Ja, der hat nicht ganz so viel gebracht wie sein Meister, aber immerhin 200 Erfahrungspunkte, also der ist doch nicht ohne. Ach Leute, das war ja was. Hätte ich das gewusst, hätte ich es gelassen. Boah, Mann. So, ich werde mich jetzt gleich hier hinhauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.